Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Luftqualität schlecht, sehr schlecht, extrem schlecht. Diese Nachrichten haben in den vergangenen Tagen hunderttausende Menschen in österreichischen Städten gelesen. Und zwar in der Wetter-App auf ihrem Handy. Wieso Handys uns jetzt vor Luftverschmutzung warnen und ob wir uns Sorgen machen sollten, darüber sprechen wir heute. Und wir besprechen, was wir bei akuter Luftverschmutzung tun und nicht tun sollten. Andreas Proschowski, du bist stellvertretender Leiter unseres Technologieressorts Webstandard und du und deine Kollegen haben Anfang der Woche mich und zehntausende Leserinnen und Leser darauf hingewiesen, dass unsere Handys Alarm schlagen. In Wien und in Graz beispielsweise sei die Luftqualität gerade schlecht bis extrem schlecht. Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen. Ist das neu, dass Handys bei schlechter Luftqualität Alarm schlagen? Das kommt ein bisschen darauf an, wovon wir reden. Ne? Also die schlechte Luftqualität ist leider nicht neu. Die kommt zu dieser Jahreszeit immer wieder mal vor, wie uns Expertinnen und Experten versichern. Was aber neu ist, die vorinstallierten Wetter-Apps auf vielen Smartphones warnen immer offensiver davor. In diesem Fall ist ein Grund dafür, dass das jetzt vielen auffällt, dass Apple seit ein paar Wochen aktiv vor schlechter Luft warnt und ja. Seitdem kann man in den Wetter-Apps von iPhone und Co. sehen, ob die Luftqualität eben schlecht ist. Wie kommen denn diese Warnungen überhaupt zustande und woher kommen die Daten dafür? Ja, das wird aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammengetragen. Es gibt dafür eine Fülle von Messstellen, die alle möglichen Schadstoffe erfassen, von Ozon bis Feinstaub. Und die größeren Anbieter führen das dann zusammen. Also Google macht das zum Beispiel, Apple nutzt mittlerweile auch das Material von Google, nachdem Google eine Firma übernommen hat, die Apple vorher genutzt hat. Samsung-Handys haben hingegen wieder eine andere Quelle. Daraus wird dann ein Wert ermittelt, da kann man dann auch noch diskutieren. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Skalen oder Bewertungen, die auch regional zwischen unterschiedlichen Ländern irgendwie variieren. Diese Angaben schlecht bis extrem schlecht sind natürlich schwammig. Wie zuverlässig sind denn diese Warnungen? Also an sich sind diese Messungen schon recht zuverlässig. Das ist auch nicht ganz neu. Wo es dann allerdings schwieriger wird, ist, so wie du gesagt hast, diese Einordnung. Ne? Also man haut dann ein Label drauf, da steht dann extrem schlecht dort. Das führt dann dazu, dass bei unterschiedlichen Smartphones tatsächlich in diesem Fall auch sehr unterschiedlich gewarnt worden ist. Wer ein iPhone hat, hat dann bemerkt, da steht da extrem schlecht. Das ist die höchste Warnstufe, die sie vergeben. Während Google oder Samsung Smartphones eher so zwar auch gesagt haben, die Luftqualität ist schlecht, aber noch ein bisschen Luft nach oben hatten. Was ist denn der aktuelle Auslöser dafür, dass die Luftqualität in österreichischen Städten so schlecht ist? Auch da sind wir wieder bei der Frage der Perspektive. Meteorologisch gesehen ist dafür eine sogenannte Inversionswetterlage verantwortlich, wie uns der Umweltmediziner Hans-Peter Hutterer bestätigt hat. Damit meint er, dass die Luft derzeit in unteren Regionen kühler ist, als sie oben ist. Wenn es auch noch kein Wind geht, führt das dann dazu, dass der Feinstaub hängen bleibt und einfach nicht abziehen kann. Und das ist halt der, den wir produzieren. Und hier ist dann auch genau wieder das, was ich angesprochen habe, mit der Perspektive, weil natürlich ist im Endeffekt die Luftverschmutzung schuld, die wir alle in unseren Städten so produzieren. Und nicht nur in den Städten, aber doch zu großen Teilen. Wenn man es ganz kurz zusammenfassen könnte, woher kommt der viele Feinstaub? Ja, vor allem von Verbrennungsmotoren. Also das wäre in dem Fall der Verkehr. Dann kommt natürlich in diesem Fall jetzt, warum es auch im Herbst so oft ist, kommt natürlich das Heizen dazu. Die Heizsaison fängt an. Wie der Experte dazu sagt, irgendwie alles, was brennt, ist ein Problem. Ne? Am Land sind es dann zum Beispiel auch die noch verbreiteten Holzheizungen. Die tragen da auch einiges dazu bei. Ich habe mir die Warnung am iPhone angesehen, aber keine Auskunft darüber gefunden, wie gefährlich jetzt diese Feinstaubbelastung ist. Was sagen denn die Experten da? Naja, wenn gewisse Grenzwerte überschritten werden, dann ist es natürlich eine Belastung. Die Frage ist immer, wie man selbst verfasst ist. Also es ist besonders eine Belastung für Menschen mit Vorerkrankungen und alle, die generell Probleme mit der Lunge haben. Dann gibt es halt noch die klassischen Risikogruppen, also Ältere oder auch Schwangere oder Kleinkinder sind natürlich besonders gefährdet in solchen Situationen.
Was wird empfohlen, was man in solchen Situationen tun soll oder nicht? Sagt uns das Handy auch, wenn wir besser zu Hause bleiben sollen, wenn wir eine Maske tragen sollen? Das kommt ein bisschen auf die verwendete App an. Das ist sehr unterschiedlich, wie detailliert die dann drauf eingehen. Zum Teil werden da zumindest grobe Tipps gegeben, ja. Aber im Endeffekt muss man das dann auch für sich natürlich einordnen. Also zu welcher Gruppe gehört man, in welcher Altersklasse ist man, hat man Vorerkrankungen und solche Sachen. Wer in gefährdeten Gruppen ist, kann sich tatsächlich auch überlegen, in öffentlichen Räumen die FFP2-Maske wieder aus der Lade zu holen und zu tragen. Das hilft in dem Fall tatsächlich. Schützt nicht nur vor Corona, auch vor Feinstaub. Experten raten von Anstrengungen im Freien ab. Das betrifft jetzt natürlich auch Menschen, die gesund sind. Wir sollten gerade nicht dezidiert joggen gehen zum Beispiel. Oder vielleicht auch die Kinder lieber drinnen spielen lassen als im Park? Naja, grundsätzlich sollten gesunde Menschen die Mehrbelastung jetzt noch nicht so stark spüren. Aber wie du sagst, irgendwie Sport im Freien ist halt dann immer die Frage. Also ist das jetzt die optimale Zeit, um gerade das eigene Marathontraining voranzutreiben? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Und ja, bei Kindern ist natürlich auch, also Kinder laufen halt sehr viel herum im Freien, wenn das dann stundenlang ist. Also gesund ist es natürlich nicht. Ob das jetzt sofort dann irgendwie zu den großen Problemen führt, ist eine andere Frage. Aber da kann man natürlich auch dann immer sagen, man geht lieber auf Nummer sicher. Durch diese Anzeige am Handy werden diese Woche massenweise Menschen in Österreich gewarnt und vielleicht viele davon zum ersten Mal. Ich kann mir vorstellen, das sorgt auch für Beunruhigung oder auch vielleicht für eine Art Proteststimmung, wenn man sich aufregt. Ach, wie schlecht ist die Luft in unseren Städten? Gibt es jetzt eine Forderung nach Autostopp? Gibt es etwas, was ihr bemerkt habt? Also davon habe ich jetzt noch nichts mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar ist natürlich, irgendwie Warnungen machen ein bestehendes Problem sichtbarer und sorgen für die Diskussionen. Das ist zunächst auch mal gut. Gleichzeitig muss man dazu auch sagen, dass langfristig die Gefahr besteht, dass solche Warnungen abstumpfen. Wenn ich in meinem Handy dauernd sehe, extrem schlechte Luft, dann denke ich mir irgendwann einmal, naja, ich merke jetzt eigentlich nicht viel Unterschied, also nehme ich das irgendwann nicht mehr ernst. Das ist auch ein bisschen ein Problem an solchen Warnungen generell. Man darf das nicht übertreiben. Das erinnert mich an die Warnschilder auf Zigarettenpackungen. Schrecken auch nicht alle davon ab. Was sagen denn die Wetter-Apps? Wann wird die Luft in unseren Städten wieder besser werden? Ja, da sind die Nachrichten eher so mittelgut oder so. Eine substanzielle Verbesserung wird leider erst vor Ende der Woche erwartet. Okay. Bis dahin heißt es vielleicht doch noch zu Hause bleiben oder eine FFP2-Maske tragen, wenn man raus muss. Was denkst du denn, wie werden sich solche Wetter-Apps am Handy künftig noch weiterentwickeln? Wir befinden uns ja inmitten eines Klimawandels mit immer extremeren Wetterlagen. Wir haben die Unwetter in Österreich gerade erst an Hochwasserkatastrophen erlebt. Können wir davon ausgehen, dass auch die Warnsysteme über diese Handys immer wichtiger und ausgefeilter werden? Ja, das ist derzeit bei allen Herstellern ein Trend. Also das sieht man, da ist einiges in Bewegung, da kommt auch noch deutlich mehr. Also sowohl was Wetter anbelangt, aber auch konkrete Katastrophenwarnungen hat sich zuletzt viel getan. Bei Google Handys ist es zum Beispiel so, dass die teilweise in einigen Ländern bereits vor Erdbeben warnen. Tatsächlich, das klingt lächerlich, aber Erdbeben sind langsam genug, dass es tatsächlich so sein kann, dass man sich noch kurz in Sicherheit wo bringen kann, wenn das naht. Und es ist natürlich auch bei, so wie wir es jetzt hatten, irgendwie bei Hochwasser, ist das durchaus eine relevante Information, dass ich weiß, dass da eine akute Gefährdung besteht. Genau dieses Beispiel zeigt aber auch, wie wichtig es ist, hier die richtige Balance zu finden. Im September ist das zum Beispiel total daneben gegangen. Da haben nämlich, vielleicht ist dir auch aufgefallen, da haben ziemlich viele Smartphones vor meterhohem Schnee in Wien gewarnt. Der Grund dafür war, dass die Geosphere Austria, von der man die Daten bezogen hat, einfach einen Fehler gemacht hat. Und diese Warnung ist dann tagelang angezeigt worden. Und das führt dann natürlich dazu, erstens kann mit diesen Daten niemand was anfangen und zweitens nimmt es niemand mehr ernst. Und dann hätten wir dann wieder dieses Problem, das ich schon angesprochen habe. Im Zuge der Hochwasserkatastrophe vor einigen Wochen gab es über die Wetter-Apps hinaus auch noch Warn-SMS von der österreichischen Regierung. Sind das unterschiedliche Warnsysteme oder werden die in Zukunft zusammenspielen? Das sind getrennte Systeme, das nennt sich IT Alert. Das ist ein Katastrophenwarnsystem, das funktioniert tatsächlich über das Betriebssystem hinaus. Das können Behörden, regionale und Bundesbehörden auslösen in solchen Notfällen. Das gibt es in anderen Ländern zum Teil schon länger. In Österreich hat man ein bisschen gebraucht, bis man da die EU-Regeln, die dafür eingeführt wurden, umgesetzt hat. Aber mittlerweile gibt es das. Ist Anfang Oktober ist es getestet worden, erfolgreich, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, vor extremen Wettersituationen werden zukünftig nicht nur die Apps, sondern auch unsere Katastrophenwarnsysteme warnen. Vielen Dank, Andreas Broschowski, für diesen Einblick. Dankeschön.
Und Sie bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem darüber, dass Zahnfüllungen künftig nicht mehr von der Kasse übernommen werden könnten. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Republikanische Partei des designierten US-Präsidenten Donald Trump wird bei seinem Amtsantritt im Jänner beide Kammern des Kongresses kontrollieren. Die republikanische Dominanz im Kongress eröffnet Trump weitreichende Möglichkeiten, seine politische Agenda durchzusetzen. Zudem wird Trumps Position durch eine konservative Mehrheit im obersten Gerichtshof gestärkt, darunter drei von ihm ernannte Richter. Unter anderem hat Trump bereits angekündigt, Förderungen zur Energiewende einzusparen und das Bildungsministerium einzudampfen. Bei der Suche nach passendem Personal ist Trump ebenfalls weitergekommen. Der für seine harte Haltung gegenüber China und dem Iran bekannte Senator Marco Rubio soll US-Außenminister werden. Für Europa wäre die Besetzung durch Rubio auch nicht unbedingt eine gute Nachricht. In jüngsten Interviews sagte Rubio in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, dass die ukrainische Regierung eine Verhandlungslösung mit Russland anstreben sollte, anstatt sich darauf zu konzentrieren, alle verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Er war einer von 15 republikanischen Senatoren, die im April gegen ein 95 Milliarden Dollar schweres Militärhilfepaket für die Ukraine gestimmt haben. Zweitens, die Zahnärztekammer hat Verhandlungen mit der Gesundheitskasse ÖGK über den Ersatz der ab 2025 EU-weit verbotenen Amalgamfüllungen abgebrochen. Damit müssen die 7,4 Millionen bei der ÖGK versicherten Personen ab 1. Jänner 2025 ihre Füllungen bei den behandelnden Zahnärzten vorerst privat bezahlen und in weiterer Folge ihre Rechnung bei der ÖGK einreichen, um einen Teil des Rechnungsbetrages retourniert zu erhalten. Als kostengünstige Alternative zum dann verbotenen Amalgam bietet sich Glasionomer-Zement an, der bereits seit 2018 für Kinder und Schwangere zum Einsatz kommt. Außerdem werden daneben wie bisher Kompositfüllungen, Inlays aus Kunststoff, Keramik oder Gold angeboten. Und drittens blicken wir noch auf den Ukraine-Krieg. Der ukrainischen Armee gelingt es derzeit eigenen Angaben nach, auf russischem Boden bei Kursk rund 50.000 russische Soldaten zu binden. Russland versucht seit Wochen, das Gebiet wieder zurückzuerobern und erhält seit kurzem Unterstützung durch nordkoreanische Soldaten. Bislang offenbar ohne Erfolg und mit hohem Blutzoll. Laut der Washington Post hat der künftige US-Präsident Donald Trump seinen russischen Kollegen Wladimir Putin in einem Telefonat aufgefordert, in der Ukraine nicht zu eskalieren. Trump hatte in seinem Wahlkampf angekündigt, den Krieg in wenigen Tagen zu beenden. Bislang scheint Putin sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Zunächst erklärte Russland offiziell, dass es gar kein Telefonat mit Trump gab und zuvor zeigte das russische Staatsfernsehen im Hauptabendprogramm Aktfotos von Donald Trumps Ehefrau Melania. Alles Weitere zu Donald Trumps Geschicken in der Außenpolitik und alle weiteren Informationen zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen unseren Podcast hören, dann machen Sie es am besten über eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.